Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lanz-TV und unser SK Sturm hat leider Gottes nur ein 1:1 am Schluss gegen den SK Rapid Wien geholt in der 6. Runde der österreichischen Bundesliga. Damit sind unsere Blackies bereits zum 4. Mal in Serie ohne vollen Erfolg und zum 3. Mal mit einem Unentschieden vom Platz gegangen. Und ja, man muss sagen, insgesamt leistungsgerecht wohl, war jetzt nicht das, das Gelbe vom Ei, die Partie, aber insgesamt ja, das Ganze ziemlich ausgeglichen und das 1:1 wohl unterm Strich auch gerecht. In der ersten Halbzeit, das Ganze bis zur 35. Minute sehr, sehr uninteressant aus meiner Sicht. Also da gab es von Sturmer ja zwei Schüsschen, einer per Freistoß von Schul und ein Schuss von Hierländer, der klar drüber ging. Von Rapid dann nach einer Ecke Sonnleitner so im Duell mit Siebenhandel, aber sonst gab es lange Zeit gar nichts. Dann allerdings eine wirkliche Blitzaktion von Kitaishvili, der wunderbar Husbeck in den Lauf schickt und der wird dann eben anscheinend im 16er gelegt, soll ein bisschen umschritten gewesen sein. Auf jeden Fall gibt es Elfmeter für unseren SK Sturm und den verwandelt Peter Schul richtig, richtig schön. Schön ins obere Eck zum 1:0 für unsere Schwarz-Weißen. Im Endeffekt hat Sturm dann auch knapp vor der Pause eben nach diesem Treffer ein bisschen Oberwasser, hat dann auch gute Möglichkeiten auf das 2:0, vor allem durch Husbeck, der richtig knapp verzieht, eben so um Minute 40 herum und mit dem 1:0 gehen wir eben dann in die Kabine. Im zweiten Durchgang dann auch Sturm ein bisschen energischer zu Beginn aus meiner Sicht, lag dann mit einem Schuss, bisschen später dann auch aus der Distanz Kitaishvili, aber die großen Chancen gab es auf beiden Seiten nicht so wirklich. Dann eben so nach knapp 70 Minuten herum eine Freistoßmöglichkeit für Rapid, der Freistoß knapp übers Tor drüber und dann haben beide Teams nochmal den Matchball. Bei uns ist es Spendelhofer, der eben 16er Torwart Schrebinger ausspielt, aber dann leider am Schluss den Ball nicht ins Tor reinbringt und auf der Linie wird er eben dann noch abgewehrt. Und ja, das war eben die große Möglichkeit zum 2:1 für unsere Schwarz-Weißen. Auf der Gegenseite Rapid in der Nachspielzeit durch Murk war es, glaube ich, der sich durchdribbelt durch die Defensive unserer Schwarz-Weißen, die ansonsten eigentlich ein relativ gutes Spiel abgeliefert haben und eben ja den Ball auch nicht reinmachen. Und natürlich fast vergessen, fast verdrängt, das 1:1 für Rapid natürlich. Torschütze, wie kann es anders sein? Danny Allah, ich habe die Aktion leider nicht wirklich mitbekommen, aber auf jeden Fall ist Allah im 16er auf einmal relativ unbedrängt und haut das Ding halt dann rein und trifft eben zum Ausgleichstreffer in der 77. Minute für Rapid und wie eben schon angesprochen, die beiden Matchbälle durch Spendelhofer und Murk auf beiden Seiten am Ende ein leistungsgerechtes 1:1, das keinem Team so wirklich hilft. Und ja, deswegen treten unsere Blackies weiterhin erstmal auf der Stelle. Und von dem her kann man dazu, glaube ich, auch gar nicht mehr so viel sagen. Es kann nur besser werden. Der Wille war schon teilweise wieder da, aber man schafft es einfach nicht, über die ganzen 90 Minuten die Leistung abzurufen. Immer wieder Ansätze, aber auch nicht mehr. Von dem her ist es heute wieder mal ein bitterer Abend gewesen. Und mal schauen, was die nächsten Wochen bringen. Von dem her würde ich sagen, war es das dann auch schon wieder von mir. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lanz-TV. Nichtsdestotrotz natürlich euer Elias und auf die Schwarzen. Und bis dann. Ciao, ciao.